Und der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen. Und Himmel und Erde anbeten werden, erbeben werden, aber seinem Volk wird der Herr eine Zuflucht sein und eine Burg den Israeliten. So sollen wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere, hinter den Vorhang. Darin ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der eine hohe Priester geworden ist, in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Ehre sei Gott, dem Vater, Jesus Christus, seinem Sohn und dem Heiligen Geist. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Teilnehmer an der ATS-Jahrestagung, es ist mir ein Bedürfnis, an diesem Morgen Gott zu ehren, ihm zu danken, ihn von Herzen anzubeten, weil er so gut zu uns ist. Er segnet uns mit Gemeinschaft. Er erfüllt uns mit seiner Kraft. Er sagt uns durch seinen Geist, dass wir seine Kinder sind. Und er schenkt uns Geborgenheit und zeigt uns die Zukunft. Ich bin sehr bewegt, wenn ich die Gemeinschaft mit euch erlebe, auch heute Morgen die Andacht, diesen Geist des Gebetes, der Einigkeit untereinander, diese Willigkeit, auf das Wort Gottes zu hören, dieses Verlangen, vorbereitet zu sein, Jesus Christus zu begegnen. Ich danke Gott dafür. Ich möchte seinen Namen ehren. Wenn wir so zurückschauen, wo wir angefangen haben am Freitagabend, dann geht es uns eigentlich um einige Schwerpunkte, die ich kurz zusammenfassen möchte, bevor wir den letzten Teil heute gemeinsam anschauen. Stichwort: Jesus schläft. Schläft er wirklich? Hört er wirklich nicht? Macht er wirklich die Augen zu? Er sagt, als Mensch, als derjenige, der selber angefochten wurde wie wir, dessen Herz hin und her gerissen wurde, der Angst verspürt hat, der gerungen hat, der gehungert hat, gefastet hat, dem Teufel persönlich begegnet ist. Er sagt, ich bin nie allein. Ich bin immer mit dem Vater verbunden. Es gibt keine Situation, in der ich alleine bin. Ich bin geborgen in ihm. Und er möchte diese Geborgenheit dir und mir schenken. Und er streckt die Hand aus nach dir und nach mir und er fragt, willst du? Er sagte damals in Jerusalem oder über Jerusalem und ihr habt nicht gewollt. Ein ganz dramatischer, eine ganz schreckliche Aussage. Willst du? Willst du, dass er dich unter seine Flügel nimmt, so wie die Glucke die kleinen Küken, nach seinem Bild, nach seinem Vergleich? Und dann das Thema Einheit und Frieden. Einheit und Frieden um jeden Preis? Auf keinen Fall. Ich möchte zu denen gehören, die gut schlafen können, auch wenn um uns herum der Sturm tobt. Deshalb, weil wir in ihm geborgen sind. Erweckung und Reformation, was bedeutet das? Wie geschieht das? Die Antwort, ich muss zerbrechen. Ich muss erkennen, dass ich es nicht kann. Ich muss zu Gott schreien.
damit Christus die Mitte meines Lebens wird. Diese Einsicht kommt. Gerechtigkeit Jesu, das Wichtigste. Innere Kämpfe, welchen Auftrag hat Gott für mich? Bist du der Einzige gegen den Rest der Welt? So bei Martin Luther, so bei den Reformatoren. Und die Gründung auf das Wort Gottes gibt die Geborgenheit. Aber der Kampf darf nur mit den Waffen Jesu geschehen. Die Bibel legt sich selbst aus. Wir müssen nicht mehr in der Angst leben, so wie jener Avisate in Albanien. Wir stehen nicht mehr unter der Todesdrohung der Sünde, denn es ist einer da, der die Schuld auf sich genommen hat. Die Tat ist gerecht. Und dann, wir leben heute im Land der vielen Götter. Der Mensch neigt dazu, religiös zu sein. Das braucht er. Er ist hoffnungslos religiös, so sagt es ein Denker und Philosoph. Aber er schneidert sich seine Religion selbst zusammen und wenn es nicht passt, dann macht man es passend. Und in diesem Fahrwasser könnten wir uns auch befinden als Gemeinde Gottes in der Endzeit. Im Land der Reformation, wir leben hier, was geschieht? Es gibt drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, eine absolute Zurückweisung im Sinne des Atheismus, französische Revolution und bis heute in den Köpfen lebendig. Ein militanter Atheismus oder der zweite Schritt, die Länder der Reformation bleiben stehen, dort wo die Väter stehen geblieben sind und die Menschen, die leben in der Tradition und sind nicht bereit, das lebendige Wort Gottes auf sich wirken zu lassen und mitzugehen, sich verändern zu lassen. Sind wir solche Menschen? Oder gehören wir zu denen, die bereit sind dazu, dass Gott mit ihnen die Reformation fortsetzt? Wenn wir solche Menschen sind, wenn wir Ja dazu sagen, wenn wir uns gebrauchen lassen durch Gottes Geist, dann werden wir von Enttäuschungen nicht verschont sein. In unserer Geschichte ist dieses Stichwort die große Enttäuschung. Und vielleicht gibt es auch in deinem Leben eine so große, die große Enttäuschung. Wie wirst du damit fertig? Denken wir an die Eiche und an das Schilfrohr. Denken wir an dieses Bild, will ich selbst in eigener Kraft stark sein, dem Sturm trotzen? Oder beuge ich mich und bin bereit, mit Gott den Weg zu gehen, auch wenn ich ihn überhaupt nicht verstehe? Und damit sind wir eigentlich beim letzten Vortrag angekommen. Im Auge des Sturmes. Angst, Glaube, Sieg. So heißt die Überschrift. Könnt ihr euch noch an Lothar erinnern? Wisst ihr, was ich mit Lothar meine? Genau, den Sturm, den Lothar. Es war schrecklich. 170 Kilometer in der Stunde und vielleicht noch mehr, tobt der Sturm und der Mensch kann nichts tun. Das war für mich eigentlich das Frappierendste in der ganzen Geschichte. Wir können so viel. Wir bauen riesige Bauten hin, wir fliegen bis zum Mond und alles andere. Aber wenn der Lothar kommt, dann legen sich die Wälder hin. Im Schwarzwald kann man noch die Schneisen heute sehen. Und eigentlich überall dort, wo er getobt hat. Wenn der Sturm kommt, du kannst nichts dagegen halten. Könnt ihr euch noch an Katrina erinnern? Dieses schreckliche Gefühl, eine große Stadt wie New Orleans bereitet sich darauf vor, man weiß, der Sturm kommt und weicht nicht aus. Und die Stadt wird überflutet und zerstört zum Teil. Und das, was mich so erschüttert hat, war Stromausfall natürlich und dann Raub, Vergewaltigung, Plünderung. Die Elemente sind entfesselt. Dann ist nicht nur dieser Sturm da, die Naturgewalten sozusagen, sondern dann brechen auch die inneren Gewalten auf. Da gibt es kein Gesetz, da gibt es keine Polizei, da gibt es kein Militär, da gibt es nichts mehr, da macht jeder das, was er will und er holt sich das, was er will. Könnt ihr mit dem Namen Irene etwas anfangen?
passt eigentlich nicht zu einem Sturm, der Name Frieden. Dieser Sturm nahm eine Richtung, die man sonst so in den Vereinigten Staaten nicht kannte. Die Ostküste wurde heimgesucht. Und der Sturm steuerte auf die große Stadt New York zu, die heimliche Hauptstadt der Welt. Ausnahmezustand, alles bleibt stehen, unvorstellbar, aber es ist so. Und dann ist die Sache noch einmal glimpflich ausgegangen. Was ist der Auge des Sturmes? Der Auge des Sturmes ist die Mitte eines solchen gewaltigen Sturmes, hat ungefähr im Schnitt einen Durchmesser von 30 bis 50 Kilometern. In seinem Inneren weht nur ein schwacher Wind. Dort im Zentrum des Sturmes sinkt kühle und trockene Luft auf den obersten Bereichen des Wirbelsturmes ab und weicht am Boden als ruhiger Luftstrom zu den Rändern hinaus. So kommt es, dass sich der eben noch mit voller Wucht tobende Sturm mit Ankunft des Auges binnen Minuten fast vollständig legt. Häufig ist es im Auge nur ganz locker bewölkt. Manchmal scheint sogar die Sonne. Aber diese plötzliche Ruhe ist trügerisch. Denn ringsherum tobt und tötet der Sturm alles mit voller Wucht. Der gesamte Sturmkomplex bewegt sich dabei nur mit einer Geschwindigkeit von meist 10 bis 30 Kilometern weiter, sodass bei langsamen Stürmen eine Ruhepause von mehr als nur einer Stunde möglich ist. Aber ebenso plötzlich, wie der Sturm sich gelegt hat, bricht er aber sodann aus der entgegengesetzten Richtung von neuem los. Im Auge des Sturmes in Deutschland. Schlimme Sachen passieren um uns herum. Überall auf der Welt. Naturkatastrophen, Kriege, Blutvergießen, Menschen sterben. Uns trifft es nicht. Zumindest nicht. Unmittelbar. Wir werden immer wieder verschont. Ich nenne euch nur einfach meine Gefühle, die ich dabei habe. Wie kommt es? Natürlich, es ist Gnade Gottes. Aber wir können der Illusion erliegen, das Leben geht ewig so weiter. Es hat mich sehr betroffen gemacht, als ich bei einem Historiker gelesen habe, ich denke, es war vielleicht Goloman, der gesagt hat, der Krieg ist der Normalzustand der Menschheitsgeschichte und nicht der Frieden. Frieden ist eine kurze Pause dazwischen. Diese kurze Pause, diese Auge des Sturmes dauert schon über 60 Jahre an in Deutschland, seit dem letzten Weltkrieg. Natürlich haben wir Erschütterungen, natürlich haben wir gesellschaftliche Umwälzungen, natürlich kam der Lothar und so weiter, aber das stecken wir ja weg. Und selbst in der großen Wirtschaftskrise kommt Deutschland gut weg und wir haben im Arbeitslosenbereich bessere Zahlen als die anderen und die Währung ist stark, meinen wir, und man könnte jetzt so fortsetzen. Die größte Gefahr besteht darin, dass wir der Illusion erliegen, wir können so weitermachen wie bisher. Wir müssen aber aus den Stürmen der Jahrhunderte lernen und uns vorbereiten auf den kommenden Sturm. Bisher haben wir uns mit der Vergangenheit beschäftigt in den 4 Vorträgen, mit dem Leben Jesu, mit dem Leben der Urgemeinde, die ersten Jahrhunderte, die Zeit der Reformation, die Zeit der Französischen Revolution und bis ins 20. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert die große Erweckungsbewegung, William Miller. Aber Zukunft, das ist spannend. Und wir könnten sagen, Zukunft, das weiß ja niemand. Aber Jesus hat gesagt, ich will es euch vorher sagen, damit, wenn es geschieht, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Er möchte uns vorbereiten, er hat uns lieb, so wie keiner von uns Ungewissheiten haben will im Leben. Wir möchten gerne wissen, was auf uns zukommt. Wir brauchen Sicherheiten. So denkt Jesus mit. Natürlich kennen wir nicht die einzelnen Schritte, wir können keine Zeitangaben machen, aber das große Bild, die große Skizze kennen wir durch das prophetische Wort. Schätzen wir das auch so? Ich möchte heute Morgen eine Frage
hier in den Raum stellen. Die Frage lautet: Was würde die Welt vermissen, wenn es die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten nicht gäbe? Ihr wisst ja, es findet eine dauerhafte Diskussion über Identität statt, über was gehört dazu, was gehört nicht dazu, was können wir noch glauben, was können wir nicht mehr glauben, was haben unsere Väter im guten Glauben erzählt, aber es war damals gegenwärtige Wahrheit, heute nicht mehr. Und man könnte so aufzählen, all diese Formulierungen und Gedankengänge und Diskussionen. Geht bloß nicht zurück in die Vergangenheit, wir müssen dynamisch sein, Wahrheit ist dynamisch, ist nicht statisch. Vieles stimmt von dem. Aber was würde die Welt vermissen, wenn es uns nicht gäbe? Was macht uns aus? Jede Bewegung, die Gott ins Leben gerufen hat, hatte einen besonderen Auftrag. Gott hatte ein Programm mit Martin Luther. Gott hatte ein Programm mit Wycliffe, mit dem Morgenstern der Reformation. Und er hatte ein Programm, er hatte ein Ziel mit Jan Hus. Und er starb nicht vergeblich dort in Konstanz. Und Gott hatte einen Plan mit der Adventbewegung. Und er hat eine Absicht mit seiner Gemeinde. Wir sind nicht als Selbstzweck auf dieser Welt. Warum hat er uns ins Leben gerufen? Es ist unmöglich, dass ich darüber in einigen Minuten referiere. Und es ist sowieso so, dass das meiste, was ich euch gesagt habe und sage, euch bekannt ist. Aber ich möchte ihn euch erwecken, die Grundlage unserer Hoffnung. Ich möchte euch daran erinnern. Was macht uns aus? Wenn wir noch einmal zurückschauen auf die Miller-Bewegung, dann stellen wir fest, die Milleriten haben die erste Engelsbotschaft verkündigt, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Sie haben die zweite Engelsbotschaft verkündigt, Babylon ist gefallen. Aber es gibt noch eine dritte Engelsbotschaft und die ist in Offenbarung nachzuschlagen und wir wollen sie auch aufschlagen. Offenbarung 14 und dort lesen wir ab Vers 9. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die da haltenden Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Auch die dritte Engelsbotschaft ist Evangelium, ewiges Evangelium. Ich höre manchmal die Aussage, ich möchte statt einer Drohbotschaft eine Frohbotschaft verkündigen. Aber die drei Engelsbotschaften werden ewiges Evangelium genannt. Und ich muss euch sagen, von meinen Gefühlen her würde ich lieber darauf verzichten, diese dritte Botschaft zu verkündigen. Ich möchte lieber was anderes machen. Das ist unangenehm. Aber Jesus nennt sie eine gute Nachricht. Warum ist sie eine gute Nachricht? Warum ist sie Evangelium? Als damals die Milleriten die große Enttäuschung erlebt haben, hat Gott die Treuen, diejenigen, die sich gedemütigt haben, die Gott keine Vorwürfe gemacht haben, die auch nicht neue Zeiten berechnet haben, sondern die gefragt haben, gesagt haben, wenn es einen Fehler gibt, dann nicht bei ihm im Himmel, sondern bei uns. Und Gott öffnete ihnen die Sicht für das himmlische Heiligtum. Der Blick nach oben in die Kommandozentrale des Universums war der nächste Schritt. Und plötzlich sahen sie Jesus Christus. Sie sahen ihn dort im Heiligtum, im himmlischen, im Allerheiligsten.
Und sie verstanden, was in Daniel 8, Vers 14, 13 und 14 steht. Und sie erkannten, Gott hat sie nicht enttäuscht. Gott hat sie nicht irregeführt. Sie sind nicht irgendwelchen Träumereien zu Opfer gefallen. Und das Ja-Tag-Prinzip ist nicht eine menschliche Erfindung. Ich lese mit euch Offenbarung 11. Wir haben gestern schon einige Verse dort gelesen. Aber ich möchte mit euch heute in diesem Zusammenhang Vers 19 lesen. Und dieser Vers hat eine große Bedeutung gehabt für die junge Adventbewegung. Da heißt es, und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan. Und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Dieses Ereignis, das Sichtbarwerden der Bundeslade, der Tempel Gottes im Himmel, der aufgetan wird, ist ein ganz wesentliches Ereignis. In unseren Reihen gibt es Geschwister, die sich darüber streiten und sagen, meinst du, da gibt es wirklich sowas wie ein Gebäude im Himmel oder einen Tempel oder so etwas? In der Bibel steht, der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan. So steht es in meiner Bibel. Und die Bundeslade wird sichtbar. Und was ist die Bundeslade? Nicht nur einfach ein Gegenstand. Die Aufmerksamkeit wird auf den hohen Priester gerichtet, auf Christus, auf seinen Dienst, der sehr wichtig ist und den man begreifen muss, was das bedeutet, und gleichzeitig auf das Gesetz Gottes. Denn das Gesetz ist in der Bundeslade. Und wenn wir von dem Gesetz sprechen, dann hat innerhalb der 10 Gebote ein Gebot eine ganz besondere Bedeutung. Es ist ein Siegel der 10 Gebote. Es hält alles zusammen. Das Sabbatgebot. Und genau das ist geschehen in der Adventbewegung. Sie haben den Sabbat erkannt. Sie haben die Bedeutung des Gesetzes Gottes im Erlösungsplan besser begriffen. Sie haben ihren Blick nach oben gerichtet und sie dankten Gott für dieses Wachstum in der Erkenntnis. Die Heiligtumslehre ist nicht eine Verlegenheitslösung der Milleriten, damit sie sich psychologisch beruhigen, so wie das manche heute meinen oder behaupten, sondern es ist ein weiterer Schritt in der Offenbarung der Heilsgeschichte. Jesus selbst hat gesagt in Matthäus 5, solange Himmel und Erde bestehen, wird kein Jota, kein Komma, kein Tüpfelchen vom Gesetz vergehen, bis das alles erfüllt ist. Und damit meinte er auch insgesamt den Heilsplan Gottes. Wenn es die Adventgemeinde nicht gäbe, dann würde sie diesen wichtigen Beitrag des himmlischen Heiligtums nicht anderen Christen und anderen Menschen weitergeben können. Dann wäre nicht der besondere Hinweis auf das Gesetz Gottes und auf den Sabbat. Und in Offenbarung 14 haben wir gesehen, dass das Kennzeichen der Gläubigen, das Halten der Gebote Gottes und der Glaube an Jesus Christus ist. In Vers 12 ist die Zusammenfassung des Ganzen. Im Heiligtum ist das Gesetz und die Gnade da. Der Gnadenstuhl beinhaltet und gründet sich auf das Gesetz Gottes. Aber was bedeutet das eigentlich, dass Jesus Christus im himmlischen Heiligtum für uns in dieser besonderen Phase seines Dienstes wirkt? Damit kommen wir zu einem weiteren Begriff, der nicht allgemein gut in der Christenheit ist, das Vorwiederkunftsgericht oder Untersuchungsgericht. Was hat das mit dem Evangelium zu tun? Sehr viel. Sehr viel. Im Propheten Daniel wird dem Propheten schon damals offenbart diese himmlische Szene vom Ewigen, der uralt ist, die Bücher werden aufgetan und die Menschen werden gerichtet nach dem, was in den Büchern steht. Dieses Gericht, und ich möchte heute Verse nur erwähnen, der Zeit halber, ich kann sie nicht alle mit euch aufschlagen, es findet zugunsten der Heiligen statt. Es ist nicht ein Gericht, das uns bedrohen muss. Wir müssen nicht Angst davor haben, sondern der Hintergrund ist, das Untersuchungsgericht ist eine Antwort Gottes auf das Wirken des kleinen Horns. Das kleine Horn oder das Tier wirkt zerstörerisch. Es greift das Gesetz Gottes an. Es verführt die Menschen auf der Erde. Es tobt auf der Erde. Aber Gott antwortet
indem er das im Untersuchungsgericht eingreift. Und es geschieht etwas auf der Erde und es geschieht etwas im Himmel. Auf der Erde wird das Gesetz wiederhergestellt. Wodurch? Durch eine Bewegung ins Leben gerufen von Gott. Sie hat den Auftrag, die Aufmerksamkeit der Menschen auf das Gesetz Gottes, das verändert worden ist, wieder hinzuweisen. Nicht als Mittel der Lösung, sondern als Grundlage für die Selbsteinschätzung. Und als Ausdruck des Charakters Gottes. Die Wahrheit soll wieder aufgerichtet werden. Und das Gericht geschieht zugunsten der Heiligen, die vorher vernichtet wurden durch das kleine Horn. Wer wird errettet? Bei den Namen aller, die ihre Sünden wahrhaft bereut und durch den Glauben an das Blut Christi als ihr versöhnendes Opfer in Anspruch genommen haben, wird Vergebung in die Himmelsbücher eingeschrieben. Da sie Teilhaber der Gerechtigkeit Christi geworden sind und ihr Charakter in Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes gefunden wird, werden ihre Sünden ausgetilgt und sie selbst des ewigen Lebens würdig angesehen. Wir merken, dass der Dienst Jesu Christi im himmlischen Heiligtum und ganz besonders auch der abschließende Dienst Christi ein Teil des Erlösungsgeschehens ist. Es ist die Anwendung des Opfers am Kreuz. Das, was Christus für uns im himmlischen Heiligtum tut und ganz besonders auch das Vorwiederkunftsgericht, ist ein Teil der Erlösung. Es ist die Anwendung seines Opfers für unser Leben. Es geht um die Austilgung unserer Sünden, um die Vernichtung der Sünde und es geht darum, dass wir Anteil haben am Charakter Gottes und dass wir gerecht gesprochen werden und im Lebensbuch eingetragen sind. Gott vernichtet die Sünde seines Volkes und zum Wesen des neuen Bundes gehört, dass er sein Gesetz in unser Herz schreibt und in unseren Sinn schreibt. Das Zeitalter des neuen Bundes ist nicht ein Zeitalter, in dem Gott uns vom Gesetz befreit, so wie das viele missverstehen, sondern in dem er uns sein Wesen, sein Gesetz, den Ausdruck seines Charakters ins Herz schreibt, damit wir es von Herzen bejahen. Dieses Vorwiederkunftsgericht ist auch sehr wichtig, weil es die Vorbereitung der Wiederkunft ist. Durch dieses Gericht werden wir vorbereitet, denn wenn er kommt, dann bringt er schon seinen Lohn mit sich. Wir merken also, im Himmel geschieht etwas für uns. Aber was geschieht während dieser Zeit in uns? Im Mittelpunkt des Versöhnungsdienstes steht Jesus Christus, der den Erlösungsplan umsetzt und zugleich macht er uns bewusst unsere Verantwortung für unser Leben, für unsere Zeit, für unser Geld, für unsere Möglichkeiten. Er möchte, dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, in der Zeit des Gerichtes, bereuen, bekennen, betroffen sind über unsere Verlorenheit, über unsere Verdorbenheit, erschüttert sind über unsere Undankbarkeit und zu ihm eilen, und seine Gerechtigkeit annehmen und jeden Morgen ihn darum bitten, dass er uns mit dem Kleid seiner Gerechtigkeit bekleidet. Denn dann sind wir täglich vollkommen in ihm. Dann spricht er uns gerecht. Und wenn wir in diesem Sinne mit ihm in Gemeinschaft leben, verändert er unseren Charakter. Die Frage ist, warum gerade diese Botschaft vom himmlischen Heiligtum so abgelehnt wurde und abgelehnt wird. Ellen White beantwortet diese Frage. Die Annahme der Wahrheit von dem himmlischen Heiligtum, die Anerkennung der Ansprüche des Gesetzes Gottes und somit auch die Verbindlichkeit gegen den Sabbat des vierten Gebotes, das einschloss. Hier lag das Geheimnis des bitteren und entschlossenen Widerstandes gegen den Dienst Christi im himmlischen Heiligtum. Das heißt, diejenigen, die die Heiligtumslehre annehmen sollten, haben erkannt, es bedeutet die Anerkennung des Gesetzes Gottes, es bedeutet auch die Anerkennung des Sabbats. Und damit kommen wir auch zu dem Sabbat. Der Sabbat ist der große Hinweis Gottes, das Denkmal Gottes für die Schöpfung und für ihn als Schöpfer. Der Sabbat ist darum als Gedächtnistag der Schöpfung wichtig, weil er immer den wahren Grund vor Augen führt, warum die Anbetung Gott gebührt.
weil Gott der Schöpfer ist und wir seine Geschöpfe sind. Der Sabbat bildet daher die eigentliche Grundlage aller Gottesdienste. Der Grund unserer Anbetung ist der Unterschied zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Deshalb beten wir Gott an, weil er über uns steht und immer in Ewigkeit über uns stehen wird. Er wollte, dass es uns gibt. Und der Sabbat erinnert uns daran. Und deshalb ist der Grundgedanke des Sabbats eigentlich die Grundlage jeder Anbetung und jedes Gottesdienstes. Die dritte Engelsbotschaft warnt vor der Anbetung des Tieres und warnt natürlich auch vor seinem Bild. Und es wird deutlich im prophetischen Zusammenhang, dass hier menschliche Gewalt, Staatsgewalt eingesetzt wird, um Ziele durchzusetzen. Die römische Kirche sieht es als Zeichen ihrer Vollmacht, den Sabbat verändert zu haben. Und der letzte große Kampf geht auch um diese Frage, wer hat die Macht? Und deshalb wird der Sabbat auch der große Prüfstein sein. Auch wenn viele das in Frage stellen und sagen, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Und deshalb sagt Gott durch seine Dienerin eine weltweite Sabbatreform voraus, die stattfinden wird. Es wird Millionen von Christen geben, Millionen von gläubigen Menschen, die den Sabbat erkennen werden und entdecken werden, wenn das ewige Evangelium noch einmal ganz gewaltig verkündigt wird. Aber zugleich, und das betont Ellen White auch, in Verbindung mit Jesaja 58, muss auch eine Sabbatreform innerhalb seines Volkes stattfinden. Was bedeutet dir der Sabbat? Was bedeutet mir der Sabbat? Ist es noch eine Hülle, eine Form, eine Tradition? Ist der Sabbat, besteht der Sabbat für uns immer noch aus 24 Stunden? Es schmerzt, wenn wir sehen, wie manche Dinge einreißen in unsere Mitte. Wenn es Familien gibt in Gemeinden, die das Wort Sabbatanfang nicht mehr kennen. Gott will, dass wir eine Sabbatreform erleben in unserem eigenen Leben. Und Ellen White rät uns, Jesaja 58 zu studieren in diesem Zusammenhang. Sehr interessant ist, dass die Milleriten, die den Sabbat nicht angenommen haben und abgelehnt haben, gleichzeitig diejenigen waren, die immer wieder neue Zeitpunkte festgelegt haben für die Wiederkunft Jesu. Die haben es versucht, noch einmal und noch einmal zu erklären. Und ich war sehr beeindruckt, dass ich das für mich im großen Kampf entdeckt habe beim Studium. Gott wollte, dass sie keine weiteren Zeitpunkte festlegen. Statt einen Zeitpunkt hat er ihnen eine Zeit geschenkt, nämlich den Sabbat. Zeit mit ihm, statt einem Zeitpunkt. Und der Sabbat soll uns auch daran erinnern, dass wir nicht einen festen Zeitpunkt, prophetischen Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu festlegen sollen für die Zukunft, sondern dass wir Zeit mit Gott verbringen. Wenn Menschen sehen, dass sie ihre Auffassung nicht durch die Heilige Schrift begründen können, entschließen sich viele, ihren Standpunkt um jeden Preis zu verteidigen und greifen mit boshaftem Geist den Charakter und die Beweggründe derer an, die die unbeliebten Wahrheiten verteidigen. Dieser Geist wird beständig zunehmen. Das heißt, wenn jemand sich grundsätzlich dafür entscheidet, etwas nicht zu tun, was Gott offenbart hat, dann wird er die Beweggründe dessen, der das andere verkündigt, in Frage stellen, weil er sonst keine Argumente hat. Was sollen wir dann tun? Sollen wir dann schweigen? Wir sollten das Rechte wählen, weil es das Rechte ist und die Folgen Gott anheimstellen. Immer wieder entdecke ich in der Heiligen Schrift und im prophetischen Wort insgesamt, wie wichtig es ist, dass wir nicht politisch denken, dass wir nicht politisch handeln, sondern dass wir einfach uns dafür entscheiden, wir stellen uns Gott zur Verfügung und wir sind gespannt darauf, was er tut. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, zum Bild des Tieres. Bild des Tieres, was ist das? So ganz hundertprozentig genau wissen wir es noch nicht. Aber wir wissen, Gott hat es offenbart, dass es hier um eine Konstellation geht, um eine menschliche Bemühung, eine kirchliche Weltvereinigung, ein zweites allgemeines Konzil,
Eine auf gemeinschaftlichen Punkten beruhende Vereinigung der Kirchen, so kommentiert es Ellen White. Eine evangelische Allianz und ein allumfassendes Glaubensbekenntnis. Großer Kampf, Seite 445. Denken wir daran, als wir im zweiten Vortrag über die Anatomie des Abfalls sprachen, dass das erste Argument, weshalb es eine Vermischung zwischen Heidentum und Christentum geben soll, war ein einheitliches Glaubensbekenntnis. Das Thema Einheit ist etwas, was uns noch beschäftigen wird. Dieses Argument hören wir sehr oft und es ist ein wichtiges Argument. Aber ein einheitliches Glaubensbekenntnis wird mit die Grundlage sein für die Begründung zur Bildung des Bildes des Tieres. Das protestantische Amerika wird ein Bild der römischen Priesterherrschaft errichten, indem es den Staat beeinflusst, dass es mit Gesetzen diese Ziele durchsetzt. In Ländern, in denen der Katholizismus nicht sehr stark ist, zeigt die Kirche, die katholische Kirche, eine versöhnliche Haltung. Und daraus folgt eine wachsende Gleichgültigkeit dieser Kirche gegenüber. Und auch der Gedanke von protestantischer Seite und von Menschen überhaupt, dass die Lehren sowieso nicht so entscheidend sind. Und daraus resultiert, dass man anfängt, als Nicht-Katholik zu argumentieren, das ist ja furchtbar, da wird eine christliche Kirche verleumdet. Das ist eines der Argumente. Aber der Anspruch der Unfehlbarkeit besteht seit über 900 Jahren und wurde auch in der Zeit des ökumenischen Tauwetters nicht zurückgenommen. Ellen White schreibt, nur weil die protestantischen Kirchen in Finsternis sind, meinen sie, die katholische Kirche von heute wäre anders als früher. Ellen White schreibt, die Friedhöfe bergen Millionen von Opfern, die ihr Leben mit furchtlosen Bemühungen verbracht haben, um ihre natürlichen Neigungen zu unterdrücken. Diese Lehre, die über 1000 Jahre lang die Welt beherrscht hat, hat auch ein Menschenbild vermittelt und ein Gottesbild, das erschreckend ist. Ich war sehr beeindruckt, als ich von Bruder Finlay eine Begegnung hörte. Er war in eine große Stadt gekommen, überall wurde plakatiert, zu den Vorträgen eingeladen und dann war der Eröffnungsvortrag und als der Eröffnungsvortrag zu Ende war, ein gut besuchter Vortrag und er draußen stand und die Gäste verabschiedet hat, kam eine sehr gut gekleidete Dame auf ihn zu, mit großem Selbstbewusstsein und sie stellte sich vor ihn hin und fragte, Herr Finlay, warum sind Sie eigentlich in unsere Stadt gekommen? Warum sind Sie hergekommen? Und er schaute sie an und wusste erst nicht, was sie meint. Und sie sagte, schauen Sie mal, da drüben, da haben wir eine wunderschöne Kirche, eine große katholische Kirche und noch mehrere in unserer Stadt. Und wenn Sie nach links schauen, da haben wir eine evangelische Kirche. Und da drüben haben wir noch eine reformierte Kirche. Und da drüben haben wir noch die andere Kirche. Warum sind Sie in unsere Stadt gekommen? Meinen Sie, dass wir noch weitere Kirchen brauchen? Und wisst ihr, was Bruder Finlay geantwortet hat? Er stellte ihr die Frage, liebe Frau so und so, wissen Sie, wer das Tier ist? Wissen Sie, wer Babylon ist? Können Sie mir etwas über das Bild des Tieres erzählen? Und er hat so einige solche Fragen gestellt und hat sie ermutigt, die Vorträge weiter zu besuchen. Warum gibt es uns als Adventbewegung? Und ich möchte betonen, Bewegung. Warum gibt es uns? Weil wir etwas der Welt zu sagen haben, was andere Kirchen ihnen nicht erzählen oder ihnen das Gegenteil davon berichten. Und genau diese Punkte sind innerhalb unserer Mitte im zweiten Jahrhundert unserer Geschichte von vielen in Frage gestellt. Solange wir das verkündigen, was unsere lieben Mitchristen aus anderen Kirchen verkündigen, ist ja alles gut. Wir wollen ja niemanden verletzen, niemanden verdächtigen, niemanden beschimpfen. Natürlich wollen wir das auch gar nicht.
Aber wollen wir die dritte Engelsbotschaft auch verkündigen? Jesus hat sie uns anvertraut. Er hat sie offenbart. Hier gibt es noch einen Punkt, der ganz entscheidend ist, und ich möchte betonen, ich habe nicht vor, heute all die Spezifika aufzuzählen, die ein großes Geschenk Gottes an die Welt sind durch die Adventbewegung. Zum Beispiel der Geist der Weissagung, zum Beispiel die Gesundheitsbotschaft. Ich konzentriere mich heute nur auf einige wenige Punkte. Das ist das Verständnis des großen Kampfes, des großen Konfliktes. Wisst ihr, was wir für einen Schatz haben, dadurch, dass Gott uns das offenbart hat? Viele, viele Menschen lesen die Bibel aufrichtig und sie suchen und sie verstehen diesen Gott nicht. Und ich verstehe sie, warum sie diesen Gott nicht verstehen. Weil sie nicht die Geschichte kennen vom Sündenfall im Himmel, von der Rebellion Luzifers, von seinem Wesen, von dem Prinzip Gottes der Freiheit, von dem Prinzip, dass das Böse ausreifen muss. Ellen White schreibt, Satan hatte anfangs sein Werk unter einer scheinbaren Anhänglichkeit an Gott verborgen. Er gab vor, die Ehre Gottes, die Beständigkeit seines Reiches und das Wohl aller Himmelsbewohner fördern zu wollen, während er den ihm untergeordneten Engeln Unzufriedenheit einflößte, wusste er sich sehr geschickt den Anschein geben, als wolle er jede Unzufriedenheit beseitigen. Und das ist die Täuschung. Da gibt es Menschen, die setzen sich für den Frieden ein, untereinander, in der Gemeinde, innerhalb der Freikirche, innerhalb der Gesellschaft. Und sie sagen, wir wollen doch nur den Frieden. Und Luzifer wollte auch nur den Frieden im Himmel. Er setzte sich für den Frieden ein, für die Ehre Gottes. Und im Hintergrund schürte er die Unzufriedenheit Gott gegenüber und stellte ihn als Tyrannen dar und stellte sein Gesetz als ein Joch dar, das die himmlischen Bewohner entwürdigt. Freiheit durch Übertretung ist seine Botschaft. Und Gottes Botschaft ist Freiheit durch den Tod seines Sohnes, in dem Gott unter Beweis stellt, dass er kein Tyrann ist. Satan stiftete eine verzweifelte Genossenschaft zwischen den Menschen, den gefallenen Menschen und zwischen den gefallenen Engeln. Und in 1. Mose 3, Vers 15 lernen wir eine gesegnete Feindschaft kennen. Gott stiftet eine Feindschaft zwischen der Schlange und zwischen dem Samen des Weibes. Und wir danken Gott für diese Feindschaft, gesegnete Feindschaft. Wir wollen der Sünde absagen. Wir wollen den Charakter Satans nicht akzeptieren in unserem Leben. Und immer wieder, jeden Tag holt er uns ein und unser altes Ich will uns dazu verführen, Macht auszuüben, uns über andere zu erheben oder wie zu vergleichen, so wie wir es gestern Abend in der Andacht gehört haben. Aber Gottes Wesen ist ein anderer. Während die Menschen von seinen listigen Anschlägen nichts wissen, stellt dieser wachsame Feind ihnen jeden Augenblick nach. Er verschafft sich Eingang in jede Haushaltung, in jede Straße unserer Städte, in die Kirchen, in Beratungsräume, Gerichtshöfe. Er verwirrt, täuscht, verführt und richtet überall Männer, Frauen und Kinder an Leib und Seele zugrunde. Er löst Familien auf, sät Hass, Neid, Streit, Empörung und Mord. Und die Christenheit scheint diese Dinge zu betrachten, als hätte Gott sie angeordnet. Und als müssten sie so sein. Dieses Werk Satans wird dann Gott zugerechnet. Und damit schürt er den Hass und die Unzufriedenheit Gott gegenüber. Als hätte Gott diese Unzufriedenheit in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde selbst verordnet. Er versucht uns ständig zu überwinden, indem er die Schranken, die zwischen Gottes Volk und der Welt aufgerichtet sind, niederreißen will. Die Anpassung der Kirche an die Welt bedeutet, dass sie sich zu der Welt bekehrt. Niemals aber bekehrt sich die Welt zu Christus auf diese Weise. Er möchte die trennenden Schranken niederreißen. Natürlich sollen wir im Auftrag Gottes in die Welt hinausgehen, sein Evangelium verkündigen, in der Welt, aber nicht
von der Welt. Seine größten Erfolge erzielt Satan durch am wenigsten verdächtige Menschen, durch Bildung, durch besondere höfliche Manieren. Und mit dieser Bildung und mit diesen höflichen Manieren blendet er viele Menschen. Und viele Christen verwechseln das mit dem Wesen Jesu und mit der Wahrheit. Und sie meinen, wenn jemand so gelehrt ist und wenn jemand so sanftmütig ist und wenn jemand so taktvoll umgeht und wenn jemand so gut informiert ist, dann hat er auch die Wahrheit. Aber es ist ganz sicher, je deutlicher du und ich wir Jesus Christus nachfolgen wollen, umso mehr wecken wir seine Feindschaft in unserem Leben. Umso sicherer ist es, dass er uns bekämpfen und entmutigen will. Ich möchte einige Stichworte zu seinen Schlingen, so nennt es Ellen White, zu seinen Schlingen sagen. Was ist das eigentlich? Mit welchen Methoden im Alltag versucht er, während des Untersuchungsgerichtes uns zugrunde zu richten? Und jetzt ist die Rede von dir und von mir, von uns, vom Volk Gottes. Er weckt Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit, Abstumpfung. Er weckt den Geist der Kritik. Und Kritikgeist ist sehr gefährlich, wenn Menschen nur noch dabei sind, ihre Mitchristen zu beobachten und zu kritisieren und lieblos zu sein. Und man entdeckt ja genügend Schlechtes an dem anderen, wenn man sich Mühe gibt. Er versucht uns als Betrogene darzustellen, die eigentlich getäuscht wurden, oder als Betrüger, die andere täuschen, indem wir Dinge erzählen, die gar nicht stimmen. Er bringt falsche Lehren und falsche Menschen in die Gemeinde. Er bringt in unsere Köpfe hinein die Gedanken, es kommt hauptsächlich auf die Liebe an. Und es gibt genügend Bibeltexte, die das betonen, wie wichtig die Liebe ist. Und es kommt gar nicht mehr so sehr darauf an, was wir im Einzelnen glauben. Er bringt falsche Auslegung der Schrift. Ja, nicht zu eng sein. Er schürt den Geist der Unzufriedenheit. Er wirkt mit lügenhaften Wundern. Und bitte beachtet diese Aussage. Er wirkt durch die Leugnung der Gottheit Christi. Und Ellen White schreibt ganz deutlich, dass gerade die Menschen, die die Gottheit Jesu in Frage stellen, nicht wissen, dass sie damit den Erlösungsplan zerstören. Ich bin besorgt, wenn ich feststelle, dass gerade ausgerechnet im Kreis derer innerhalb unserer Gemeinde, innerhalb der Freikirche, die Bibel ernster studieren, es eine ganze Anzahl von Menschen gibt, die die Gottheit Jesu in Frage stellen. Die ganze Diskussion um die Trinität. Ich bin erschüttert darüber, und das ist genauso eine Schlinge Satans, als wenn man weltlich denkt. Es geht darum, dass man hier die Autorität des Erlösers in Frage stellt. Natürlich auch die Leugnung, dass Satan eine Person ist, dass der Böse als Person existiert. Die Wiederkunftserwartung wird gedämpft und ist so dargestellt, als wäre das eigentlich unser Erlebnis beim Tod. Und er betont auch, das Gebet sei nicht so wesentlich, denn Gott weiß ja sowieso, was wir brauchen. Es gibt keine Wunder, ist die andere Masche. Und natürlich die Bibelkritik, die floriert, weil der Mensch mit seinem Geist sich über das Wort stellt. Wir können keine Stunde ohne Gebet und ohne Zuflucht bei Gott vor ihm sicher sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir demütig sind, dass wir unser Leben überprüfen und dass wir uns dafür entscheiden, von Gott abhängig zu sein. Eine weitere wichtige Täuschung ist die Lehre von der natürlichen Unsterblichkeit. Wenn man sich auf das Gespräch des Versuchers einlässt, so wie Eva damals, dann glaubt man, dass einem die Augen aufgetan sind, das göttliche Wesen in einem ist, ihr werdet sein wie Gott. Hoffnung auf eine falsche Freiheit. Dann gibt es auch eine ewig brennende Hölle.
Und dann gibt es auch Menschen, die deshalb sich von Gott abwenden. Oder die Lehre vom Universalismus, von der Allversöhnung. Gottes Liebe ist so groß, dass letztendlich alle erlöst werden. Ein Student der Theologie schreibt in seiner Arbeit vor einiger Zeit: Solange wir als Adventisten immer noch die Botschaft von der Wiederkunft Jesu verkündigen und diesen Weltuntergang, haben wir das Wesen der Erlösung nicht verstanden. Gott ist Liebe. All diese schrecklichen Ereignisse, das haben die Menschen sich früher so vorgestellt. Aber Gott ist viel größer als das. Allversöhnung. Und natürlich der Spiritismus. Die Verbindung mit bösen Geistern, in dem Menschen meinen, sie würden mit ihren lieben Verstorbenen in Verbindung stehen. Das Fegefeuer und vieles andere. Und wir wissen genau, dass der Spiritismus eine ganz wichtige Rolle spielt bei der letzten großen Täuschung. Ich möchte euch sagen, ich habe lange Zeit nicht verstanden, warum die Frage der Unsterblichkeit oder Sterblichkeit so wichtig ist. Es gibt noch ein Argument für mich persönlich, das für mich sehr entscheidend ist. Es gibt ja auch Christen, mit denen ich Bibelstunden hielt, darüber, und sie sagten: Wissen Sie was, Herr Biro, streiten wir uns nicht drüber. Es scheint so zu sein, wie Sie es darstellen. Ich denke es anders. Warten wir es ab. Warten wir es ab. Ist das nicht friedlich? Ist das nicht nett? Natürlich. Ja, warten wir es ab, aber dann ist es zu spät. Warum? Schaut mal, wenn der Mensch wirklich eine natürliche Unsterblichkeit besitzt, wenn er tatsächlich unsterblich ist und wenn Jesus wirklich Mensch wurde wie wir, dann ist er nicht wirklich gestorben. Dann hat sein Tod nicht wirklich stattgefunden. Dann wurde nur sein Körper getötet. Wenn er aber nicht wirklich gestorben ist, dann hat er uns auch nicht wirklich erlöst. Denn der Sünde-Sold ist der Tod und er ist den zweiten Tod gestorben. Also dieser soteriologische Aspekt, der Aspekt der Erlösung ist ganz wesentlich in Verbindung mit der natürlichen Sterblichkeit. Gott allein ist unsterblich, so steht es. Und die himmlischen Bewohner, die dort leben dürfen, von einem Jahrtausend zum anderen, bekommen ihr Leben von Gott immer wieder verliehen. Sie besitzen selbst keine natürliche Unsterblichkeit. Und die einzige Waffe ist, es steht geschrieben. Ich hatte vor einiger Zeit mit einem lieben Mann Bibelstunden. Er gehörte zu den Dabisten. Und das ist eine baptistische Richtung. Und wir haben miteinander Bibel studiert, auch den Sabbat. Und eines Tages wurde er sehr aggressiv. So aggressiv, dass sein Sohn, der auch zum Teil bei den Bibelstunden teilnahm, dann sagte: Papa, was machst du jetzt? Das ist doch nicht gut und so. Und dann erklärte er mir, warum er so aggressiv geworden ist. Er hat gesagt: Wissen Sie, das mit dem Sabbat, das könnte ich noch akzeptieren. Aber diese Vorstellung, die die Adventisten vertreten, dass wir sterblich sind, dass wir keine unsterbliche Seele haben, das trennt uns für immer. Ich war sehr überrascht darüber. Es gibt Themen, die scheinen gar nicht so wichtig zu sein wie die anderen. Wir meinen immer, das Sabbat, daran scheitert alles. Aber manchmal sind es gerade andere Themen, bei denen Menschen nicht über die Mauer springen können, weil sie einfach festgefahren sind. Und manche stehen leider auch unter dem Einfluss einer anderen Macht dabei. Die letzte große Täuschung. Wir sprechen von dem Sturm, der auf uns wartet. Die letzte große Täuschung wird sich bald vor uns entfalten. Der Antichrist wird seine erstaunlichen Werke vor unseren Augen ausführen. Das Nachgebildete wird dem Echten so genau gleichen, dass es unmöglich sein wird, beide zu unterscheiden, außer durch die Heilige Schrift. Mit ihrem Zeugnis muss jede Behauptung und jedes Wunder geprüft werden. Und deshalb dürfen wir nicht aufhören, es zu betonen und es auch zu leben, dass wir mit dem Wort Gottes leben, dass wir die Bibel für uns in erster Linie lesen, dass wir Gott jeden Morgen fragen: Was hast du mir heute zu sagen? Was ist deine Botschaft an mich? Wo willst du mich abholen? Es gibt, Ellen White schreibt es schon vor über 100 Jahren, es gibt einen Zeitpunkt, wo die Menschen verachtet werden, die die Bibel buchstäblich beachten.
Und damit sind wir im 21. Jahrhundert angekommen. Der neue Atheismus, ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen. Der neue Atheismus ist militant. Es gibt einen Atheismus, der einfach gleichgültig ist, wo jemand sagt, ich kann einfach mir nicht vorstellen, dass es einen Gott gibt und wenn sie es glauben, dann ist es ihre Sache, wir vertragen uns trotzdem. Der neue Atheismus ist ein religiöser Atheismus, ein militanter Atheismus. Richard Dawkins wird als der sogenannte Papst der Atheisten angesehen. So wurde er im Spiegel tituliert, 2007. Er ist Evolutionsbiologe in Oxford und er betont, dass Wissenschaft und Vernunft und Bibel unvereinbar sind. Die neuen Atheisten nennen sich die Brights, die Aufrechten. Und sie folgen den Spuren von Voltaire und Diderot und den anderen der französischen Revolution. Und ich muss schauen, ob ich dieses Bild habe. Nein, ich habe es nicht. Ich zitiere es euch. Die 10 Gebote der Atheisten, ist euch bekannt? Darf ich mal sehen, wer von euch das schon mal gesehen hat, gelesen hat? Einige kennen das. Die 10 Gebote der Atheisten. Ich wusste es erst gar nicht, dass es sie gibt. Gebot 1, du sollst nicht glauben. Zweites Gebot, du sollst dir kein Selbstbildnis machen und es Gott nennen. Das heißt, jede Vorstellung von Gott ist eigentlich menschlich und mach dir kein Selbstbildnis und nenne es nicht Gott. Drittens, du sollst keine Götter neben dir dulden. Du bist dein eigener Gott. Das vierte Gebot, interessant. Das vierte Gebot lautet, du sollst keinen Schöpfer haben. Interessant, als Gegenstück zum Sabbat. Das fünfte Gebot, du sollst deine Kinder ehren und sie deshalb mit Gott in Frieden lassen. Das sechste Gebot, sei gut auch ohne Gott. Also töte nicht und tu nichts Unrechtes, nicht wegen Gott, sondern sei selber gut. Siebtens, du sollst keine anderen Götter neben der Wissenschaft haben. Achtes Gebot, liebe deinen Nächsten ohne schlechtes Gewissen. Neuntes Gebot, Überraschung. Neuntes Gebot, du sollst den Sabbat nicht ehren. Steht wörtlich drin. Zehntes Gebot. Du sollst nicht knien als Schöpfer. Du bist selber Schöpfer. Du hast auf deinen Knien nichts zu suchen. Du sollst nicht beten. Sie empfinden jede Form der Religion, einschließlich des Islam, als eine Beleidigung der menschlichen Intelligenz. Und hier hören wir die Stimme von Sodom und von Ägypten. Offenbarung 11. 2009 stand ein Artikel in der Zeitung mit der Überschrift, 7 Tage sind ihnen genug. Und das war natürlich spöttisch gemeint. Denn da war die Rede von den Menschen in Europa, die Darwins Evolutionstheorie immer noch ablehnen. Und sie seien Fundamentalisten und sie glauben immer noch, dass Gott in 7 Tagen die Welt geschaffen hat. 7 Tage sind ihnen genug. Ja, ich stehe dazu. Ich stehe dazu. Ich glaube, dass für Gott 6 Tage genug waren. 6 irdische Tage. Und am 7. Tag hat er geruht. Satan wird als Engel des Lichtes erscheinen. Er wird als Christus sich ausgeben. Die Menschen werden einen Weltfrieden aufrichten wollen. Und sie werden denen, die sich vor ihm nicht beugen, als Schuldige ansehen für die Kriege und Katastrophen, die immer noch stattfinden und die den Sonntag missachten. Und in diesem Kontext, schreibt Ellen White, wird die Verkündigung der dritten Engelsbotschaft eine Macht bekommen, wie sie noch nie da war. Plötzlich werden Millionen von Menschen verstehen, warum in der Bibel in Offenbarung 14, in den Versen 9 bis 11, die dritte Engelsbotschaft so lautet, wie sie lautet. Und viele, viele werden sich bekehren. Und Satan wird wieder behaupten, er ist erschienen, um ein 1000-jähriges Reich auf der Erde auszurichten und die Regierung Gottes auf dieser Erde zu festigen.
Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Sie werden über die Kluft hinüberreichen zum Handschlag mit der römischen Macht, und unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung wird jenes Land den Fußstapfen Roms folgen und die Gewissensfreiheit mit Füßen treten. Jenes Land, die Vereinigten Staaten. Ich las eine interessante Meldung von einer missglückten Mars-Mission im Jahre 1999. Interessant für mich aus folgenden Gründen. Der Satellit verglüht in der Mars-Atmosphäre. Ihr wisst ja, damit sind Millionen von Dollars verbrannt. Und man untersucht es, warum eigentlich im Jahr 1999 diese Mars-Mission fehlgeschlagen ist. Und der Grund war primitiv und einfach. Die beiden NASA-Kontrollzentren in Denver und in Pasadena hatten mit unterschiedlichen Maßeinheiten gerechnet. Das eine Team in Metern und Kilogramm und die anderen in Fuß und Pound. Obwohl seit über einem Jahrhundert die Vereinigten Staaten und die 16 anderen Staaten sich darauf geeinigt haben, künftig nur noch das metrische System zu verwenden. Was für eine Bedeutung hat es, den gemeinsamen, den richtigen Maßstab zu haben? In den letzten Minuten meines Vortrages möchte ich, nachdem wir über die Weltebene nachgedacht haben, was Gottes Wort darüber sagt und mit welchen Strömungen wir zu rechnen haben, noch einmal auf die persönliche Ebene zurückkommen. Wie finden wir in dieser Zeit Geborgenheit? Gott hat ein Volk auf Erden. Das sind Menschen, die sich vorgenommen haben, ihn zu ehren, ihn zu fürchten und alles daran zu setzen, damit andere Menschen ihn kennenlernen. Für sie ist das Wort Gottes die Richtschnur. Für sie ist das Wort Gottes die Arche. Für sie ist das Wort Gottes die Goldmine, so wie für die Waldenser. Für sie sind die Ergebnisse der Forschung, die Beschlüsse von Kirchenversammlungen und die Mehrheit der Meinungen kein Beweis für die Richtigkeit der Wahrheit. Ellen White schreibt, es ist unmöglich, Gott durch irrige Ansichten zu ehren. Damit unterstreicht sie noch einmal, dass es nicht gleichgültig ist, woran wir glauben. Wie wichtig ist es, dass wir das Wort Gottes verstehen und damit, dass wir mit der Demut eines Kindes uns herannahen, im Gebet und ohne Zweifel. Wenn der Sturm herannaht, werden viele, die sich zum dritten Engelsbotschaft bekannt haben, aber nicht durch den Gehorsam gegen die Wahrheit geheiligt worden sind, ihren Standpunkt aufgeben und sich zu den Reihen der Gegner schlagen. Indem sie sich mit der Welt vereinigen und an ihrem Geist teilhaben, kommen sie dahin, die Dinge in nahezu dem gleichen Licht zu betrachten wie die Welt. Wisst ihr, warum für mich das eine große Überraschung ist? Ich würde es verstehen, wenn jemand aus Angst unter dem Druck der Drohung, der Todesdrohung, der Verfolgung sagt, ich kann nicht mehr, ich steige aus, ich stelle mich auf die andere Seite. Aber dass Menschen, die vorher die dritte Engelsbotschaft verkündigt und verstanden haben und daran geglaubt haben, dahin kommen, dass sie sie aufgeben, die Reihen der Gemeinde verlassen und auch überzeugt sind davon, dass sie richtig handeln, das hat mich überrascht. Es wird eine Zeit sein, so schreibt es das Wort Gottes im Propheten Daniel Kapitel 12, Vers 1, wie es noch nie gewesen ist. Aber zu dieser Zeit wird Gottes Volk gerettet, alle, die im Buch geschrieben sind. Die dritte Engelsbotschaft wurde verkündigt, der Spätregen wurde ausgegossen, die Treuen Gottes haben das Siegel Gottes empfangen und die Gnadenzeit ist zu Ende. Satan herrscht mit seiner Macht auf dieser Erde. Äußerlich geht das religiöse Leben weiter, aber die Zustände sind schlimmer wie kurz vor der Zerstörung Jerusalems. Menschen, die Gott treu sein wollen, denen werden die härtesten Strafen angedroht. Es ist die Zeit der Angst in Jakob.
Jeremia 30, Vers 5 bis 7. Ich lese jetzt den Text nicht, ihr könnt es nachschauen. Das ist die Erfahrung der Gläubigen in der sogenannten trübseligen Zeit, in der Zeit des großen Kampfes. Worin besteht eigentlich dieser Kampf? Er besteht darin, dass der Einzelne nicht mehr primär Angst um sein Leben hat, nicht mehr die Angst hat vor Verfolgung und Verlust seiner Güter und Gesundheit, sondern die wichtigste Frage wird sein, bin ich erlöst? Habe ich wirklich Gottes Gnade angenommen oder habe ich meine Gotteskindschaft mir nur eingebildet? Jakob hat sich auf die Begegnung mit seinem Bruder vorbereitet. Ihr kennt ja die zwei Gruppen von Geschenken, die er vorausgeschickt hat. Ellen White schreibt, wir sollen in der Zeit des Friedens alles tun. Durch Einsatz für Religionsfreiheit und für Gewissensfreiheit, durch eine friedliche Beziehung zu Menschen, die anders glauben, damit sie nicht falsche Vorstellungen von uns haben. Aber Jakob war in seinem Kampf allein. Er fühlte sich allein. Es war diese Einsamkeit, von der wir auch in der ersten Stunde gesprochen haben. Finsternis umgab ihn. Und die Frage war, wer bin ich? Endet hier mein Leben? Enden hier Gottes Verheißungen? Es war dieselbe Erfahrung, die auch die Reformatoren gemacht haben. Und dieser Kampf mit dem Fremden. Und Jakob wird ein Gelähmter, ein Weinender, ein kampfunfähiger Bittsteller. Aber in diesem Augenblick ist der Fremde kein Fremder mehr, denn er weiß, mit wem er es zu tun hat. Und er braucht nur noch eines, die Gewissheit der Vergebung und des Segens. Du lassest mich nicht, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er kämpfte mit dem Engel und er siegte, Hosea 12, Vers 5. Worin bestand denn sein Sieg? Sich zitternd klammerte er sich an die Verheißungen Gottes. Demut, Treue, Selbstübergabe waren die Kennzeichen seiner Geisteshaltung. Und Ellen White zieht die Parallele und die Bibel zieht die Parallele zwischen Jakobs Erfahrung und zwischen uns als Menschen, die wir in der letzten Zeit leben. Gott wird es gestatten, dass Satan uns auch ähnlich versucht. Und wenn diese Stunde kommt, fragt sich auch jeder und fühlt sich allein. Wer bin ich eigentlich? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Diese äußerste Einsamkeit, diese Angst, habe ich mir das eingebildet? Oder bin ich wirklich auf Gottes Seite? Habe ich alle meine Sünden bekannt? Habe ich sie bereut? Satan versucht uns zu Untreue zu verführen. Er versucht uns zu vermitteln, diesen Gedanken zu vermitteln, es ist eigentlich nicht so schlimm. Bei kleineren Vergehen, von denen wir wissen, dass sie nicht richtig sind. Aber das ist eine Täuschung. Die Geschichte Jakobs zeigt uns, hätte er nicht seine Sünden schon längst bekannt und vergeben bekommen, hätte er in diesem Kampf nicht bestehen können. Die Gnadenzeit ist eine Zeit der Vorbereitung dafür. Gott hat mich nicht verlassen. Der liebevolle Heiland wird gerade dann Hilfe senden, wenn wir sie brauchen. Der Weg zum Himmel ist durch seine Fußstapfen geheiligt. Das Geheimnis des Kreuzes erklärt alle anderen Geheimnisse. Die Antwort, die Geborgenheit des Gotteskindes, auch in dieser Zeit, ist die Gewissheit der Liebe Gottes, der Annahme bei Jesus Christus. Wir haben heute Morgen am Anfang dieses Vortrages den Joel-Text gehört. Der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen. Das Himmel und Erde erbeben, aber seinem Volk wird der Herr eine Zuflucht sein und eine Burg den Israeliten. Die letzten Szenen der Weltgeschichte, das größte Ereignis der Weltgeschichte steht uns bevor. Ellen White beschreibt es in 18 Stationen. Die Wiederkunft Jesu, so wie Gott es ihr offenbart hat. Eine dichte Finsternis und plötzlich ein Regenbogen, der die Gläubigen umgibt. Eine Stimme, die ausruft, seht auf. Mitten in der Nacht leuchtet ein Stern plötzlich als Ermutigung für die Gläubigen.
Ein großes Erdbeben, die Städte dieser Erde fallen. Ein Orkan tobt über die Erde, Hagel. Die großen Städte verschwinden. Gräber öffnen sich. Dämonen fallen hin und schreien und anerkennen die Gottheit Jesu. Ein Stern strahlt durch die Dunkelheit. Die 10 Gebote werden sichtbar am Himmel und ganz besonders das 4. Gebot. Gottes Stimme gleich einem Donner verkündigt Tag und Stunde der Wiederkunft. Und dann sieht man eine kleine Wolke im Osten, das Zeichen des Menschensohnes. Der Himmel rollt sich zusammen wie eine Buchrolle und wir hören die Stimme Gottes, die Stimme Jesu, die ruft, erwachet, erwachet, erwachet. Die erste Auferstehung findet statt. Die Gläubigen stehen aus ihren Gräbern auf. Die Gläubigen Lebenden werden in einem Augenblick verwandelt. Im Himmelswagen, im Wolkenwagen fahren sie zur Stadt Gottes. Jeder erhält seine Krone vor dem Einzug in das himmlische Jerusalem. Jesus Christus öffnet die Perlentore. Und dann diese große Szene. Der erste und der zweite Adam begegnen sich. Möchtest du das sehen? Jesus führt Adam zum Baum des Lebens und er bittet ihn, davon zu essen. Der Weg ist nicht mehr versperrt. Die Engel weinten, als Adam und Eva fielen. Jetzt stimmen sie in ein Lobgesang. Das sind die Bilder. Das schenkt uns Geborgenheit. Das schenkt uns Gewissheit. Das gibt uns Sinn in unserem Leben. Charles Wesley war einer der Gründer des Methodismus. Und ein großer Liederdichter. Er hat während seines Lebens und seines Dienstes über 6000 Gedichte geschrieben. Eines Tages stand er vor einem offenen Fenster und dachte darüber nach, worüber er predigen soll. Er fragte Gott. Während er an diesem offenen Fenster stand, diese Geschichte habe ich aus meiner Kindheit mitgenommen, habe sie erzählt bekommen von meiner Mutter. Während er vor diesem offenen Fenster stand, sah er, wie ein Sturm aufkam. Der Staub wurde aufgewirbelt. Die Bäume beugten sich, bogen sich. Und plötzlich sah er, wie ein kleiner Vogel direkt auf ihn zuflog, auf seiner Brust aufprallte, und in seiner Jacke verschwand. Und im nächsten Augenblick begriff er auch, was geschehen ist. Dieser Vogel wurde von einem Habicht gejagt. Und im nächsten Augenblick musste er das Fenster zumachen, weil der Sturm tobte. Und der kleine Vogel fühlte sich ganz geborgen bei ihm. Nach dem Sturm öffnete er das Fenster und ließ den kleinen Vogel wieder fliegen. Und dann setzte er sich hin und schrieb das Lied Jesus, Heiland meiner Seele. Lass an deiner Brust mich fliehen, dass da die Wasser näher rauschen und die Wetter höher ziehen. Birg mich in den Lebensstürmen, bis vollendet ist mein Lauf. Führe mich zum sicheren Hafen, nimm dann meine Seele auf. Andere Zuflucht habe ich keine. Hilflos schmiege ich mich an dich. Lass, oh lass mich nicht alleine. Hebe, Herr, und stärke mich. Nur zu dir steht mein Vertrauen, dass kein Übel mich erschreckt. Mit dem Schatten deiner Flügel sei mein wehrlos Haupt bedeckt. Gnad um Gnade. Volle Sühnung sind in dir, o Jesu mein. Lass die Heilung mich bestürmen, mach mich ganz von Sünden rein. Du bist ja des Lebensquelle, die den Durst auf ewig stillt.
sei der Born in meinem Herzen, der zum ewigen Leben quillt. Unsere Hoffnung, unser Trost ist das, was wir im Hebräerbrief gelesen haben. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innerste hinter dem Vorhang. Da hinein ist der Vorläufer vor uns gegangen, Jesus, der Hohepriester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Gott hat seine Verheißung gegeben und er hat diese Verheißung mit einem Eid versichert. Und diese zwei Dinge sind ein sicherer Anker. Gott schwört auf sich selbst, dass das passieren wird. Unsere Sicherheit ist im himmlischen Allerheiligsten. Da ist unser Anker. Und deshalb bleiben wir fest. Bleiben wir bei Jesus. Amen.